Kaum einer prägte den Rock'n'Roll ab den 50ern wie Chuck Berry, um von seinem zerknitterten Anzug abzulenken, erfand er den Entengang. Und ein weiteres Markenzeichen, er setzte die Gitarre nicht nur als Begleit, sondern auch als Soloinstrument ein. Ein schwarzer Hillbilly erfolgreich auch beim weißen Publikum, das gab es vor ihm noch nie. Auch die Texte seiner Lieder kamen an, denn Chuck Berry sang über Dinge, die jeder hatte oder haben wollte, über Autos, Jobs und Liebe. Ich habe es zweifellos auf die Teenager abgestimmt, auch wenn ich gar keiner mehr war. Als Chuck Berry Anfang der 60er jedoch wegen sexuellen Kontakts mit einer Minderjährigen ins Gefängnis muss, ist das fast sein Karriereaus. Doch viele verehren ihn weiter als wahren Meister, Musiker, Politiker, seine Fangemeinde. Alle halten ihm die Treue. So stand er noch auf der Bühne, als seine Finger schon ein wenig müde wurden. Mit weit über 80 rockte er durch Konzerthallen und Clubs.